FC Vorwärts heißt sein Club und deswegen gab's für Lukas Rimböck auch nur diese eine Richtung, vorwärts. Gegen die ASV Vach netzt der Landesliga-Kicker aus 70 Metern zum 3:2 Siegtreffer seiner Mannschaft. Wahnsinn! Knapper Derby-Sieg für den 1. FC Köln. Mit prominenter Besetzung, also mit Jannis Horn und Nicolas Nathai, bezwang die Zweitvertretung des FC, die Fortuna aus Köln, zum Saisonstart der Regionalliga West mit 1:0. Das Schönste an diesem Tor war sicherlich der Name des Schützen, Luca Vincent Schlacks. Einen klangvollen Namen hat auch der Mittelstürmer von Fortuna Düsseldorfs Reserve, Lex Tiger Lobinger. Der Sohn des früheren Stabhochspringers Tim Lobinger lässt in dieser Szene eine ganz dicke Chance liegen. Vielleicht wäre Leichtathletik doch eher sein Ding. Alle guten Dinge sind drei, dachte sich wohl Eichstätts Luschi. Und kämpfte sich an der Mittellinie von Mann zu Mann, bis er schließlich das Bein des Garchinger Gegners fand. Am Ende stand es 5:0 für Eichstätt, auch dank Artedon Luschi, der ebenfalls ein Tor beisteuerte. Zu guter Letzt noch ein Abschluss nach Maß. Ex-Hannover 96-Profi Yannick Schulze trifft im Pokalspiel gegen Northeim für seinen Verein aus Hildesheim, den Oberligisten VfV Borussia 06. Was für ein Hammer!